Seid bereit für Kirmes Markus 2.0. Jetzt einsteige bitte, erlebt den neuen Kirmes Markus in der Version 2.0. Der Kirmes Markus mal wieder auf Tour und heute auf der Spätkirmes in Reit. Herzlich willkommen hier. Und das ist ja auch keine kleine Kirmes hier. Ja, definitiv. Also wir haben dieses Jahr im Herbst wieder eine sehr gute Bestückung, wie ich finde. Viele schöne Fahrgeschäfte. So, im Hintergrund sehen wir schon der Polyp. Ihr wart ja ganz schön weit weg mit dem Polyp, ne? Ja, genau. Der Polyp und unser Beachjumper, die kamen aus Augsburg vorige Woche. Wie gesagt, der Polyp steht jetzt hier bei uns in Reit. Und der Beachjumper steht momentan in Monheim. Ihr seid ja eine riesige Schaustellerfamilie und dein Vater ist auch der Vorsitzende hier. Genau, mein Vater ist der erste Vorsitzende vom Schaustellerverband Mönchengladbach. Wir kümmern uns natürlich, beziehungsweise vielmehr mein Vater auch, kümmern uns hier auch ein bisschen mit um die Kirmes. Ich finde, dass wir das alles sehr gut hinbekommen haben, auch in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Reit ist so ein Stadtteil von Mönchengladbach oder ist das eine eigenständige Stadt? Das ist ein Stadtteil von Mönchengladbach, richtig. Mhm. Also sehr gut erreichbar auch hier mit Bus und Bahn. Die Kirmes hat am Freitag, den 13. begonnen, aber war dennoch ein super geiler Tag, ne? Ja, definitiv. Ich bin jetzt sowieso nicht so abergläubig, ne? Also ich habe da zum Glück nicht so viel mit zu tun, aber wie gesagt, hat alles gut begonnen. Jetzt hoffen wir natürlich immer noch weiterhin auf schönes Wetter, dass wir hier die Reiterkirmes auch noch schön und gut zu Ende bringen können. Ich habe gehört, hier sind 111 Schausteller vertreten, ist das richtig? Das ist richtig, ja. So, zu einer guten Kirmes gehören ja die Spielbelustigungsgeschäfte, Ausschenke, kulinarischen Spezialitäten. Und da habt ihr ja wirklich alles, was das Herz begehrt hier, ne? Ja, ich glaube wirklich, dass wir hier, ja, ich glaube wirklich fast alles haben. Jeder, der hier hinkommt, den können wir, glaube ich, glücklich machen, ja. Also ehrlich gesagt, so ein frittierter Blumenkohl ist auch was für mich. Ich habe es auch schon probiert und das schmeckt wirklich sehr gut, ja. Und dann habe ich noch Willi der Wurm gesehen, die coole Familienachterbahn. Ne? Ja, genau. Die ist auch hinten vertreten. Die steht auch hier auf dem Hauptplatz. Ja, und die ist auch sehr, sehr schön gestaltet mit den ganzen Deko-Elementen, die da dran sind. Sieht schon geil aus. Ne? Ja, tolle Bahn auf jeden Fall. Ja. Wie lange geht das hier noch? Bis Montag. Gibt es hier spezielle Aktionen, ja. Feuerwerk und so weiter? Feuerwerk hatten wir gestern gehabt und dann folgt noch am Montag der Familientag. Jedes Geschäft, das hier steht, macht ein eigenes Angebot, egal ob Fahrgeschäfte oder die Buden, die hier stehen. Was gibt es sonst noch an Fahrgeschäften hier? Es sind noch zwei Autoscooter vertreten hier, dann haben wir noch einen Scheibenwischer, dann haben wir noch einen Hopser hier. So, und ihr habt ja auch noch ein spezielles Fahrgeschäft jetzt in diesem Jahr hier, und zwar den Jetlag, ne? Genau, ja. Und das ist ja auch ein sehr, sehr cooles Karussell und ist er zum ersten Mal hier? Tja. Von eurer Schaustellerfamilie wird ja hier sehr viel beschickt und mit welchem Karussell seid ihr hier vertreten? Also wir sind hier einmal mit dem, wie gesagt, eben schon mit dem Polyp, dann sind wir noch mit dem Schlagexpress hier, unserem ältesten Schätzchen, und dann sind wir noch vertreten hier mit dem Kinderkarussell und einmal noch mein Onkel mit dem Imbiss. Ganz, ganz wichtig auf der Kirmes sind die Geschäfte für die Kleinsten und da gibt es ja auch jede Menge hier, ne? Ja, definitiv. Wie gesagt, wir sind auch selbst mit dem Kinderkarussell hinten am Rathaus vertreten. Mhm. Hier, wie gesagt, hier noch die Schleife vom Breuer. Dann da hinten gibt es auch noch einige Kindergeschäfte. Also wie gesagt, für Kinder haben wir auf jeden Fall genug Bespaßung hier, ja. Des Weiteren findet ihr noch auf der Reiter Spätkirmes eine sogenannte Schaukel vom Typ Afterburner vom Hersteller KMG aus den Niederlanden. Für mich auch eins der Highlights. Mönchengladbach Reit und ihr habt ja eine sehr, sehr schöne Kirmes hier, muss man ja sagen. Wir geben uns auch sehr viel Mühe, damit hier immer sehr viel Abwechslung drin ist. Mit was für einem Geschäft stehen Sie hier? Mit dem Autoscooter Hot Rod. Wer ist der Hersteller davon? Die Firma Mack. Was sind da für Autos drauf? Riverjong Furios. Liebes Publikum vom Kirmes Markus, wir sind noch bis Montagabend hier. Montag haben wir noch den schönen Familientag, wo es viele Rabatte gibt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, dasselbe gilt natürlich auch für mich. Ich wünsche euch, wenn ihr kommt, hier viel Spaß und Vergnügen. Kommt alle her, besucht uns. Wir machen das ja nicht umsonst hier. Wir haben das ja alles für euch aufgebaut, damit ihr hier eine schöne Zeit haben könnt. Dann frage ich den Herrn mal, wo geht's danach mit dem Scooter hin? Ich habe jetzt 3 Wochen Pause, dann habe ich noch 2 Veranstaltungen und dann geht's ab an die Winter-Weihnachtsmarkt-Vorbereitung. Mhm.
Und jetzt mal an euch beide, freut ihr euch auf die Weihnachtszeit oder wollt ihr jetzt lieber Kirmes weitermachen? Also ich wäre eher dafür, das ganze Jahr durchzufahren. Im Sommer hier in Deutschland natürlich, im Winter irgendwo im Ausland, wo es warm ist. Aber auf die Weihnachtsmärkte freuen wir uns natürlich auch, ne, Möbrig? Ja, definitiv. Wie gesagt, hier mein Bruder, der Marvin Dresden hat, der auch hier in Mönchengladbach reist, haben wir einen eigenen Weihnachtsmarkt. Und deswegen, wie gesagt, freuen wir uns natürlich trotzdem darauf. Obwohl das natürlich, das Kirmesleben ist natürlich auch schön. Aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch alle auf die Weihnachtsmärkte. Ist das eigentlich sehr stressig, die Weihnachtszeit für euch? Ja, definitiv. Ne? Ist halt viel zu tun. Wie gesagt, wenn man einen eigenen Weihnachtsmarkt betreibt, dann ist das natürlich schon viel, was auf einen zukommt. Ne? Also, aber wir kriegen das alles schon gut hin. Ne? Ja. Ja, in diesem Sinne, Kirmes macht Spaß und wir machen Freizeit zum Vergnügen. Seid bereit für Kirmes Markus 2.0. Jetzt einsteige bitte, erlebt den neuen Kirmes Markus in der Version 2.0.